Seid gegrüßt zu Folge 3 Alan Wake. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Tankstelle. Und ein komischer, wie hieß er nochmal? Stucks, irgendwas verfolgt uns nach wie vor. So, und der Pfeil zeigt uns, wir müssen hier hoch. Okay, und dann. Nichts. Das hat uns jetzt sehr viel gebracht. Okay, das wird wohl hiermit zu tun haben. Das müssen wir irgendwie runterkriegen. Und dann gucken wir nochmal, wie wir es anders hinkriegen. Ja, ich springe jetzt runter. Aua, Scheißdreck. So, was ist hier? Da kann man nichts machen. Kommen wir hier durch? Kommen wir auch nicht durch. Dann kommen wir mal hier hinten. Da ist auch nichts. Gehen wir mal in die Richtung. Da unten kommen wir ja. Vielleicht ist hier irgendwo was. Weil der Pfeil ja auch nach links zeigt, oder? Dass dann der Schwachsinn ist. Denke ich. Hoffe ich. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben. Ja, das überrascht mich. Aber haben wir dem Spiel wahrscheinlich wieder einen Schritt voraus. Mach auf hier. Schön die Energizer. Tada! Munition. Munition. So, das ist kaputt. Da ist doch was. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Ausgang musste ein Generator sein. Ja, ich sehe ihn doch schon. Wenn ich da drunter weggehe, passiert doch sicherlich ein Unglück. Oh, nicht, okay. Was, wie, wo? Ganz ruhig, ihr Lieben. Oh, drei Stück. Das sind jetzt... Aua! Hallo? Meine Freunde. So haben wir nicht gewettet. Bengalo, auf geht's. Jetzt werfen die schon mit der Axt. Ich werde wahnsinnig. Einschalten. Rum, rum. Jetzt funktioniert auch der Strom wieder. Ganz unauffällig. Geh jetzt trotzdem nochmal hier in dieses... Gehen wir da rein? Ja, wir gehen da rein. Oh Gott, das will ich hab Angst. Gucken, was wir hier noch finden. Ah, Manuskriptseite. Lesen wir die doch direkt mal. Das ist hier die. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kam. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Ja. So ist das, Ellen, ne? Und nicht anders. So, was haben wir hier noch? Schrotflinte, sehr geil. Gefällt mir. Die habe ich nicht zugemacht. Warum ist die Tür zu? Gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Geben wir uns jetzt zum Stromgenerator. Wir können ja auch rennen. Das wäre ja zu einfach. Benutzen. Ach, die muss ich selbst bewegen. Ja, ach so. Cool, wir haben da einen Helm drauf. Ah, der rollt nicht mehr. Schade. Ich glaube, so sieht es ganz gut aus. Lassen wir es mal dabei. Und dann gehen wir jetzt mal die Leiter hoch, wo wir eben schon waren. Ja, ja, Schriftsteller sind nicht die fittesten, du. Merkt man gerade. Ich will jetzt keinem, jeder, der sich jetzt hier als Schriftsteller angegriffen fühlt, Entschuldigung, aber also, er auf jeden Fall nicht. Ja, das ist halt, wenn du Erfolg hast, ne, und lässt dich gehen und, hä? Hä? Ich hab doch... Hä? Ne, diesmal kletter mal. Hä? Ich hab aber doch... Hä? Verdammt! Ja, komm, geh jetzt hier runter. Keine Faxen hier. Ich bin jetzt nicht völlig verwirrt, oder? Waren da zwei? Das haben wir. Ah, dann müssen wir das da hinten gar nicht, oder wie? Okay. Kann ich ja nicht wissen, ne? Wer rechnet damit, dass die Pfeile jetzt hier uninteressant sind? Aber vielleicht kommt es ja gleich noch dazu. Ja.
So, und Sprung. Oh, das war hier noch fast in die Hose. So, jetzt sieht er doch schon besser aus. Obwohl, besser ist ja auch immer so eine Ansichtssache. Tankstelle erreichen ist immer noch mein Ziel. Würde ich gerne. An mir liegt es auch gerade weniger. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was. Das mal anhören. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Nee, würde ich nicht machen. Ich bin gerade echt ein bisschen irgendwie so gebannt, total fokussiert auf das Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich packt mich das gerade. Leuchtpistole, perfekt. Was ist da? Nach links. Aber, ach so, das war jetzt hier wegen bestimmt. Da haben wir ja alles. Gehen wir mal hier hoch. Ja. Ja, komm, jetzt ist gut. Noch mehr Radio vertrage ich nicht. So, wieder Manuskriptseite. Dann machen wir die Oma wieder auf. Wake findet Seiten. Ja, erzähl. Die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Wenn es nicht schon zu spät ist, mein Freund. So, da hinten ist die Tankstelle. Ist noch ein ganzes Stück. Ich versuche das auf jeden Fall bis in dieser Folge noch zu schaffen. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht nah? Einladend durch die Dunkelheit. Was, ihr soffen oder was? Was? Wer? Magensprenger. Das sag ich auch immer, wenn ihr um Klo war. So, wo müssen wir jetzt hin? Ist alles echt ein bisschen. Oh, was ist jetzt hier los? Hallo. Einschalten. Strom ist immer gut, Licht ist immer gut, Licht ist immer gut. Heieiei. Schwein gehabt. Sind die jetzt weg damit? Das war knapp. Munition ist voll. Das war sehr knapp sogar. Safe Haven. Haven, wie auch immer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das anders geschrieben wird, aber. Ich bin ja jetzt immer auch kein Englischass, ne? Also. Ja. Uiuiuiuiui. Wow, 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 shit, 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 shit. Ich geh. Nee, 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 Freunde. So haben wir nicht gewettet. Es ist echt schwer, schon gegen zwei zu kämpfen. Also wenn das mal mehr wird, also es ist schon, dadurch, dass ihr so eine lange Anlaufzeit habt mit dem, der Taschenlampe, ist das echt gar nicht so einfach. Hm. Okay, jetzt wird es echt spannend und lustig. So, wo war der andere? Da ist einer, war da nicht noch einer? War es noch der? Ich vertraue jetzt mal meinem inneren Instinkt und sage, es war nur noch der. Wenn die Musik jetzt abklemmt, ja, das war nur der, sag ich doch, wusste ich. So, das wäre so eine Manuskriptseite. Nehmen wir auch mal auf, dann lesen wir direkt mal wieder. Ach, das Titelblatt haben wir noch gar nicht geguckt. Hm. Bitte schön. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht.
Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen reden. Ja, klar, genau. Aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind ja noch lange nicht an der Tankstelle. Ja, auch wenn er meint, das ist ja jetzt hier gleich hier oben um die Ecke, aber... So. Bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich glaube, man hört es noch nicht so. Versuche jedes Schniefen und jedes schwere Atmen zu unterdrücken, versprochen. So, wo müssen wir jetzt hin? Da steht was. Oh. Nee, da ist gut. Von der anderen Seite kommt nämlich kein Ton. Aber hier geht's doch da lang. Boah, ist das... Hei. Oh nein, ich muss wirklich gleich da runter. Es ist schon echt eine krasse Atmosphäre in dem Spiel. Muss man ja mal sagen. Schon sehr, sehr beklemmend alles. Aber sehr schick. Du bleibst ganz ruhig, Kollege. Ja, das Shit hatte ich eben auch schon mal. Aber irgendwo hat uns doch jemand gejagt. Also der müsste jetzt ja langsam auch mal wieder zum Vorschein. Oh nein. Turn around. Bright eye. Ich hab doch... Eieiei, das war knapp. Wieso leben die zwei denn noch? Scheiße, das war total verschwendet. Mist aber auch. Mann, wie bitter. Das war unnötig. Ja, ist sehr beruhigend. Das Ding fällt bestimmt nicht runter. Was haben wir hier rein? Alles aufsammeln. Was haben wir hier? Lithium-Batterie. Hält hier was länger, oder was? So, Schrotflinte, Schrotflinten-Muni. Den nehmen wir aber jetzt nicht, sparen wir uns auf. Benutzen. Guck mal, das Fernsehen. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die So, die nächsten 10 Minuten dieses Let's Plays werden wir mit diesem Film verbringen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ein bisschen wie, wie hieß das nochmal, was auf RTL 2 immer lief? X-Faktor. Wenn das Leben vorhergestellt ist, muss man dankbar sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz, Dr. Barclay... Es ist gerade echt irgendwie interessant. Ich wollte eigentlich schon längst wieder umdrehen. Meine Damen und Herren von der Presse... Aber vielleicht ist es ja doch ganz informativ. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Nein, okay, jetzt ist aber echt gut. Ja, ja, ist wunderschön. Ja, super, eine Pistole. Reicht schon, wenn ich euch mit den Manuskripten total nerve. Deswegen müssen Sie es ja nicht übertreiben. Wake lügt den Sheriff an. Am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Gehen wir mal schwer von aus. Zack, zack. Und auf geht's. So, was haben wir hier? Das warum... Oh, du bist jetzt ganz still. Mal da noch was liegen? Nee. Oh, ist das beklemmend, meine Güte. Ja, da gehe ich jetzt bestimmt drunter weg. Ach, Leute. Ist alles voll. Was haben wir hier? Batterien sind super. Wir haben schon echt viele. Gutes Zeichen eigentlich. Dass wir noch so viele übrig haben, das spricht für mich. Hahaha. Ist ja völlig irre. Da ist er. Come on, bitch. Gonna fuck you up. Oh, der hält schon was mehr aus. Ach, die muss man immer nachladen. Oh mein Gott.
Fatsiu! Wow, 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 shit! Lass mich in Ruhe! Boah, was ist das denn für einer? Wo ist der jetzt hin? Hier, Forrest Gump oder was? Oh, für ganz Arme, mein Freund. So, du kriegst sie richtig drauf. Errungenschaft freigeschaltet. Nordic Walking. Ja, das hat er ja eben mal erwähnt. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ja, hoffen wir's, ne? Kollege. Willst mich ja nicht enttäuschen. Jetzt haben wir leider keine Leuchtpistole mehr, aber ich glaube, das war schon ganz sinnvoll, die jetzt hier zu verwenden. War schon ein ordentliches Gegneraufkommen. Ist ja eigentlich gar nicht so das Problem. Ist ja nicht so, dass sie sich wehren, aber ihr braucht halt sehr, sehr viel Zeit, bis sie praktisch ihre Dunkelheit verlieren. Und da wird es dann schon, ab 2 ist es schon schwer und ich finde ab 3, dann sollte man das schon drüber nachdenken, das anzuwenden. So, E benutzen, dann geht die Tür. Mein Deutsch wäre gut heute. Mein Deutsch ist irgendwie bei den Let's Plays immer super. Warum auch immer. Bin einfach so nervös immer bei euch. Wisst ihr? Oh Gott, der sieht aber jetzt eher... Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen haben. Also ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Aber der sieht eher aus wie eine erschreckte Frau, der man gerade ein Penis vor sich Gesicht hält. So, oh mein Gott! So groß! Okay. Also das höre ich sonst immer. Ich fühle mich super. Gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkt die Lichter der Tankstelle tröstlich. Ja, für dich auch. Ist doch, hey, was hast du? Ist doch schön. Hier kann nichts passieren. Oh, ein Manuskript. Am Arsch vom Reh. Le Arche de Ré. Ja, ich. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Oh mein Gott. Können wir jetzt den Arsch vom Reh fokussieren? Mit F falsch Taste, sorry. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Arsch? Stimmte das Transparent? Hirschfest. Fehlte mir eine ganze Arsch? Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Arsch? Hirschfest. Hirschfest? Arsch. Nee, andersrum. Naja, gut. Ja. Wir beenden damit die 3. Folge von Alan Wake. Ich bin echt sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist sehr, sehr fesselnd, das Spiel. Und sehr, sehr atmosphärisch. Ich verabscheue mich für heute. Immer schön den Ironiehelm anbehalten.